Die Münzsammlung ist vielleicht die älteste Sammlung, die wir überhaupt haben. Sie geht vor die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück. Das heißt, es ist wirklich eine Ausstellung über die ganze Welt der Zahlungsmittel bis zur Gegenwart. Es gibt numismatische Objekte aus allen Zeiten und Ländern in unserer Sammlung, neben Münzen, Medaillen, Banknoten und historische Wertpapiere, Orden und Abzeichen, Stempel für Münzen und Medaillen, Jetons, Rechenpfennige, Spielmarken, münztechnische Maschinen und Geräte und anderes mehr. Münzen haben in vielen Fällen Quellencharakter. Gerade in Zeiten, von denen schriftliche Zeugnisse gar nicht oder kaum erhalten sind, kann man Münzen vieles entnehmen über geschichtliche Zusammenhänge in vergangenen Epochen. Nun muss man sich klar machen, dass Münzen zwar sehr klein sind meistens, aber voller Geschichte. Warum lässt sich August der Starke in mehreren ganz prachtvollen Medaillen als Herkules darstellen? Und damit hat sich August der Starke identifiziert. Das war natürlich Machtpolitik. Das war Bildpolitik über Münzen. Wir haben sehr dafür Sorge getragen, dass man das Licht in den Vitrinen so auf die Münzen richtet, dass man das Relief erkennen kann. Das heißt, man sieht wirklich, was auf diesen Münzen dargestellt ist, ohne sich anstrengen zu müssen. Es leuchtet einem in die Augen. Ich bin ein bisschen neidisch auf Dresden natürlich. Den Dresdnern ist es hier gelungen, so sozusagen mit Unterstützung ihres Generaldirektors sozusagen aus dem Vollen ganz einfach zu schöpfen. Und das sieht man eben in der Ausstattung der Räume, in den Vitrinen, in der Präsentation und vor allem auch in der Lichttechnik, die hier ganz fantastisch umgesetzt worden ist und eben diese Kleinheit der Münzen fantastisch zur Geltung bringt. Und alle diese Aspekte des Geldes, die man da wirklich mit Händen greifen kann, entfalten sich in diesen vier Räumen, die genau so angelegt sind, dass man einen direkten Bezug hat zu der Münze.